Guten Morgen. Ich fahre jetzt zur Revolution nach Mülheim. Ich war schon immer bei der Revolution in Berlin. Mir wurde gesagt, Revolution in Mülheim ist eine ganz, ganz andere Liga. Viel familiärer, viel ja, vertrauter. Aber naja, ich habe mir selber ein Bild dazu machen. Ich bin wieder eingeladen worden von Wandmarke und von der Revolution, dass ich dort zwei Vorträge halte. Und das mache ich natürlich gerne, weil das Thema preisbewusste Ernährung innerhalb der Rohkost, gerade auf so einer Rohkostmesse, ja, für mich unentbehrlich ist, weil das ist ja so ein Konsum auf dieser Messe, sodass man da gar nicht weiß, ja, wo man da zuerst zuschlagen soll. Und naja, ich denke, da bin ich ein gutes Kontrastprogramm und ich fahre jetzt mit dem Fahrrad 30 Kilometer zur Mitfahrzentrale, zur Mitfahrgelegenheit, die fährt von Leipzig-Schkeuditz aus und ja, und dann geht es 6-7 Stunden ins Ruhrgebiet und dort werde ich den ersten Abend bei dem Fahrer auch schlafen, habe das ausgemacht, dass es klar geht. Und dann einen Tag später treffe ich auf der Revolution jemanden, den ich bis dato nicht kenne, das ist eine Zuschauerin. Und bei der schlafe ich dann und ja, komme dann so einen Tag wieder zur Revolution und dann geht es wieder zurück. Ihr seid dabei und ich bin gespannt, was passiert. Es ist halt so krass, wie ich immer wieder erfahre, dass direkt in meiner unmittelbaren Umgebung so viele schöne Plätze existieren. Das ist so idyllisch hier. Ich war hier noch nie. Das sind gerade mal 20 Kilometer von mir zu Hause. Es ist total schön und so wieder was entdeckt. In meiner unmittelbaren Umgebung, was mich glücklich macht. Und das, ich glaube, bin mir relativ sicher, dass jeder von euch noch Plätze hat, die in unmittelbarer Nachbarschaft sind, die aber noch nicht entdeckt hat. Und das liegt einfach daran, dass wir in unserem Alltag einen Tunnel haben. Und das ist ein Tunnel des Denkens, aber auch ein Tunnel des Seins. Wo fahren wir lang? Was ist das Kürzeste? Was ist das Effektivste? Wo erholen wir gern? Wir gehen in unserem Garten. Immer dasselbe. Und ja, entsprechend freue ich mich, dass ich jetzt diesen Platz hier gefunden habe. Und ja, und jetzt geht es weiter. Es sind jetzt, glaube ich, noch 5 Kilometer oder so. Und dann, ja, geht es zur Revolution. Dann im Auto. So, und jetzt bin ich hier auf der Revolution. Das ist tatsächlich alles ein bisschen überschaubarer. Wir gehen sicherlich nachher auch mal gemeinsam rum. Und ja, es sind heute hier die Vorträge, die heute hier kommen werden. Es geht hier los mit Rohkost statt Chemotherapie. Und dann kommt die Julia Wassam mit schönen Jungdank Rohkost. Dann Orkos, Rohkost nah und fern von Wow and Sexy. Keine Ahnung, wer das ist. Bin gespannt, aber... Dann kommt Ur Spirit mit wieder für 50 Euro vollwertig im Monat unterwegs sein. Ja, und dann More Raw Food, die Maria, die ist dann am Ende, genau, gesund und lecker schlemmen. Heute ist der Samstag und morgen, ja, mal sehen, wie es morgen aussieht, aber erfahrungsgemäß, wie von Berlin, werden es morgen dieselben Vorträge sein. Ja, kenne ich, also Julia Warsam kenne ich, Ur Spirit kenne ich und More Raw Food, War and Sexy kenne ich nicht, die 1, 2, 3 Kräuterhexerei kenne ich nicht und Help to Jack kenne ich auch nicht. Die werde ich aber heute kennenlernen, da freue ich mich auch drauf. Nicht nur mit den Menschen, die hier zu Besuch kommen, sondern eben auch mit den Menschen, die halt selber irgendwie ja, eine Plattform haben und andere Menschen inspirieren wollen. Ich bin total gespannt und naja, mal schauen. Eine Venenentzündung bekommen, einen gelähmten Arm. Ich bin durch die Chemotherapie unfruchtbar geworden, was ein erhöhtes Osteoporose-Risiko nach sich führt. Und als hey, ich sitze hier gerade draußen an der Schildbrücke oder Schalbrücke in Mülheim. Drin läuft die Revolution. Ich habe mir die Vorträge jetzt angeschaut von zwei Menschen. Einmal von der Keta, das war sehr interessant, vielleicht gewinne ich da auch noch für den Interview. Sie hat ihren Krebs besiegt mit der Rohkost. Sie hat Chemotherapie gehabt, der Krebs ist zurückgekommen und ja, hat halt ihre Umstellung, ihre Krebsart halt geheilt durch verschiedene Sachen, sehr ganzheitlich, sehr interessant. Und danach die Julia Warsom, die die Rohkost aus einem Schönheitsaspekt betrachtet. Das heißt, also für sich selber, natürlich auch aus gesundheitlicher Sicht, aber sie findet, dass halt eben auch die Rohkost ein guter Einstieg sein kann, wenn es um Schönheit geht und, oder andersrum, die Schönheit ein guter Einstieg, wenn es um die Rohkost geht, dass Rohkost halt schöner macht, weil halt mehr Wasser im
im Körper ist und halt generell der Körper nicht so stark entgiften muss und der Körper sich nicht an irgendwelche künstlichen Schönheitsdrogerieprodukte da gewöhnen muss und diese dann sozusagen, wenn sie wegfallen, dass der Körper dann quasi ja, wieder zusammensackt. Und ja, war auf jeden Fall ganz interessant. Jetzt gebe ich mir einfach eine Pause und ich hatte mir eigentlich vorgenommen, so ein bisschen über die Revolution ja, mal drüber zu schwenken. Mal kurz habe ich es ja schon gemacht, aber ich habe gerade keine Lust dazu und wenn ich gerade keine Lust dazu habe, mache ich das auch nicht. Und das ist ganz, ganz wichtig. Der Vortrag bezüglich des Krebses war für mich sehr, naja, wie soll ich sagen, auch wieder sehr, sehr bewusstheitsfördernd. Ich gehe zur Revolution und denke, ich muss jetzt da für meine Zuschauer Video von der Revolution machen. Nee, muss ich nicht, muss gar nichts. Ja? Und auch generell muss ich gar nichts machen. Ich muss überhaupt nichts machen. Keiner von uns muss irgendwas machen. Ja? Nichts, gar nichts. Wir machen Dinge. Ja, weil ein natürlicher Antrieb kommt, um irgendwas zu tun, zu essen zum Beispiel. Oder er kommt eben nicht, ne, wenn wir Probleme haben, dann essen wir nicht. Und all diese Dinge. Und das wieder stärker zu priorisieren, das weiß jeder von uns. Aber das umzusetzen, das ist häufig, dass man da in so Kreisläufen gefangen ist. Eben wie ich jetzt, ich muss die Revolution filmen. Nein, stattdessen habe ich mich jetzt hier draußen hingesetzt, in die Sonne, an die Brücke hier in Mülheim, für mich alleine und genieße das einfach. Und dass ich das mitteilen will, das möchte ich tun, weil das hat Wert. Über die Revolution rüber zu schwenken, das ist dasselbe immer mit diesem, beim Rohkostpotluck, das Buffet. Ich mache das immer mit, weil ich habe es ein paar Mal weggelassen und die Leute, die Zuschauer wollen das sehen und deswegen mache ich das. Jetzt für mich, ich gehe eh übers Rohkostpotluck, da kann ich mitfilmen, das ist in Ordnung. Das ist ein Trade-off, den ich eingehen kann. Aber für mich selber würde ich das Essen nicht filmen. Ich würde nur die Menschen filmen, kurz die Eindrücke filmen vom Rohkostpotluck. Naja, ist interessant, ist schön. Jeden Tag gibt es neue Dinge zu entdecken, jeden Tag gibt es neu über sein Leben zu reflektieren. Und bei dieser Reflexion entsteht eins, Wertschätzung. Wertschätzung für das Leben. Und Dankbarkeit. Und das fühlt sich gerade sehr gut an. So, jetzt sitze ich hier mit Butter in der Feuerschale. Ja, bin jetzt zusammen mit der lieben Bianca, die mich hier eingeladen hat, bei sich zu übernachten und schöner ruhiger Abend. Alles ist gut. Guten Morgen! Nee, Quatsch, wir sind ja immer noch in dem Revolutionsvideo und ich stehe jetzt hier mit der Bianca vor ihrem Bus und habe bei ihr geschlafen, war total schön und habe ihren Garten gesehen und ihre Wohnung und ja, und wir haben uns ein bisschen unterhalten und und dann hat Bianca gesagt, dass ja, sie durch ihren eigenen Garten hat und da auch Lust hätte, vielleicht wenn jemand mitwerkeln möchte oder wenn jemand Lust hat auf die nordischen Länder, hast du gesagt, so England oder genau. Wie sieht es aus mit Skandinavien? Ist das dann, alles nach Norden genau, hoch. Lust hat da vielleicht ein bisschen rumzureisen, einfach so ein bisschen Social Networking. Und da dachte ich, Mensch, komm, da mache ich ja gleich in meinem Revolutionsvideo so einen kleinen Aufruf oder beziehungsweise du einen Aufruf, kannst du vielleicht selber sagen, was dir so auf dem Herzen liegt. Genau. Und ja, ich habe einen Schrebergarten in Gelsenkirchen im Ruhrgebiet und ganz stressfrei einfach ein bisschen meditativ da arbeiten, was machen, sitzen, Feuerchen auch und entspannen. Freue mich, wenn ich nicht immer alleine bin. Und mit dem Bus würde ich halt gerne nach England. Da ist ja der Linksverkehr, da traue ich mich noch nicht so richtig. Das vielleicht, ist der Bus. Ja, hilft mir mal jemand und hat Lust. Also kann man gut auch zu zweit drin schlafen. Und das ist so ein Wunsch und freue mich, dass der Christian mir das hier ermöglicht. Und ihr könnt mich finden unter meinem Namen. Bianca Schwertner heiße ich. Ich habe eine Internetseite und da ist meine Festnetznummer. Da könnt ihr mich anrufen, auf Band sprechen und dann melde ich mich zurück. Danke. Cool. Ja, ich verlinke euch die nochmal unten, wenn ich dann hoffentlich dran denke. Und ja, und jetzt geht's weiter in die Revolution. Tschüss. So, ich bin jetzt auf der Rückfahrt der Revolution. Ich habe euch alles das aufgenommen, wo ich dran gedacht habe aufzunehmen. Ich glaube, das war nicht allzu viel, aber ich habe euch ja das in dem Video bereits erklärt, warum das diesmal so war. Und ja, ich hoffe, ihr hattet trotzdem wenig Spaß und
wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis morgen.